du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Pack Opening und heute öffnen wir wieder Packs auf dem Account von Patrick. Und zwar hat er uns hier 8 Packs zur Verfügung gestellt und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit einem 5K Set, ohne lange rumzuschnacken. Dadurch, dass ich eben manchmal jetzt auf Accounts von Abonnenten draufgehen kann und dort Packs öffnen kann, kommen jetzt auch mehr Pack Openings. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Ganze und diese Spieler sind dann teilweise wirklich viel wert. Also so Silberspieler und so darf man auf jeden Fall nie abstoßen in letzter Zeit, sondern die muss man wirklich im Verein behalten. Und hier haben wir dann ein seltenes Spielerset, also mit 2 seltenen Spielern. Und da haben wir immerhin Vermahlen drinnen. Schauen wir mal, ob der vielleicht was wert ist. Ich gehe jetzt nicht wirklich davon aus, aber wir können ja einfach mal reinschauen. Ja, immerhin so 1500 oder so dürfte der schon wert sein. Ich packe alles einfach mal sicherheitshalber in den Verein rein. Dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Pack. 6 Packs haben wir dann noch zur Verfügung. Es ist leider kein Walkout, auch keine Special Card. Und wir geben dann wieder alles in den Verein. Also, Bojan haben wir hier im Start. Das war ja mal ein richtig Talent. Jetzt ist er natürlich auch nicht schlecht, aber der wurde damals halt richtig hochgehypt. Ist leider nie so gut geworden, wie alle eben gesagt haben. Schade auf jeden Fall. Und hier haben wir dann Fernandinho drinnen, müsste das gewesen sein, weil Fernando wäre ZDM. Und das sind auf jeden Fall geile Packs. Also da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel Gewinn machen. Vor allem, weil man die auch wirklich verkaufen kann, diese Packs. Und die hat er eben alle durch SBCs herausgeholt. Also mit SBCs könnt ihr euch wirklich coole Packs herausholen in FIFA 17. Und hier haben wir das nächste Pack mit Moya. Also einen Torhüter haben wir hier in diesem Pack drinnen. Sonst noch Widmer und Wimmer. Der dürfte noch was wert sein wegen der Dele Alli SBC. Ja, nicht mehr viel leider, aber das ist auf jeden Fall dieses Pack gewesen. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 3 Packs. Ich bin gehypt, vielleicht haben wir hier noch irgendwo was Cooles drin. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal das 15K-Set. Und dort ist leider wieder kein Walkout drinnen. Und das hat zuerst kurz nach einer Special Card ausgesehen. Es ist aber leider nur unter Anführungszeichen Joe Hart. Das ist aber trotzdem eine sehr, sehr starke Karte und das ist natürlich auch ein bisschen was wert. Sonst haben wir Rafinha noch am Start, Santos. Das Pack geht eigentlich klar, das Pack geht wirklich klar. Mit einem 84er kann ich auf jeden Fall leben. Dann würde ich sagen, kommen wir zum vorletzten Pack und das ist wieder ein 25K-Set. Come on, eine Special Card vielleicht leider nicht, aber 3 seltene Spieler natürlich. Und das ist Correa von Atletico. Und ja, ansonsten hier leider wieder nichts Gutes drinnen. Den Linksverteidiger hier, den packe ich auf die Transferliste. Der dürfte vielleicht noch ein bisschen was wert sein, weil er halt in der BPL spielt. Dann kommen wir auch schon zum letzten Pack, des Pack Openings. Und falls ihr mehr Pack Openings sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da. Und dann hauen wir das Pack direkt raus vom Patrick sozusagen. Also danke nochmal an dich, Patrick. Aber du weißt eh, dass ich das sehr schätze. Und das ist nochmal ein 84-Plus-Spieler. Und das ist Insigne. Okay, es ist doch kein... Doch, er hat ein Upgrade bekommen. Der hat ein Upgrade bekommen. Jungs, der könnte was wert sein. Insignia Upgrade, der könnte was wert sein. Schauen wir einfach mal nach. Jawohl, der ist ja 8000 Münzen wert und ich würde sagen, stell den direkt rein, Patrick, damit es sich der auch direkt verkauft, weil jetzt ist der noch mehr wert als in ein paar Tagen. Und sonst hier noch Umwandlungskarten, also da hast du auf jeden Fall sicher ein paar Coins gemacht. Und ja, Freunde, dann war es jetzt auch schon wieder mit diesem heutigen Pack-Opening. Wir haben 2 84er Spieler gezogen, ich denke mal, das ist ganz in Ordnung für 8 solche Packs. Und ja, dann würde ich sagen, war es doch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.